So da, was geht, Leute? Herzlich willkommen zur ersten Folge Road to Moab. Falls ihr nicht wisst, was das ist, weil ihr vielleicht die erste Folge verpasst habt, weil ich die erst zu spät hochgeladen habe. Die ist übrigens unverlinkt die ganze Folge lang. Ich mache das jetzt professioneller. Ich verlinke da immer alles auf dem Bildschirm und ich rede so schnell. Es ist nur geil. Und zwar, Road to Moab ist im Prinzip Gameplay, wo ich knapp an den Moab drankomme. Ich habe nämlich bis jetzt noch nie einen Moab gehabt. Das ist ein bisschen enttäuschend bei Prestige 9, aber. Ich weiß nicht, ich renne dafür einfach immer viel zu viel rum. Wenn ich einen Moab krieg, dann auf jeden Fall rumrennen. Ich werde da nicht irgendwo campen wie irgend so ein Spaß-Ding und sich die Moaber campen. Das interessiert mich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Auf jeden Fall, wenn ich da knapp dran komme an einem Moab, dann kommt das Gameplay hoch, also zu Road to Moab. Das mache ich so lange, bis ich einen Moab krieg. Da habe ich, glaube ich, 22 Kills gekriegt. Ich weiß nicht, zählt mit und sagt mir, wie viel es ob ich nicht getan habe. Oder auch nicht, ja, es war eine ziemliche Noob-Lobby, weil sonst wäre ich wahrscheinlich nicht so weit kommen. Ich glaube, man sieht es, wo die immer hinschießen. Aber, naja, jetzt auf jeden Fall mein großes Dankeschön an euch. Das war gestern wirklich, das war unglaublich. Also, ich habe den Kanal gemacht, innerhalb von einer Stunde habe ich 12 Abonnenten gehabt. Das ist einfach krass, einfach nur krass. Das hätte ich mir nie gedacht, dass das so schnell weitergeht. Also, dass mich da gleich von Anfang an so viele Leute unterstützen, da bin ich euch echt dankbar dafür. Das finde ich echt geil. Und ich werde das natürlich so weitermachen, wie ich das bis jetzt mache. Ein großes Dankeschön natürlich auch an meine Hater. Ist beim ersten Video gleich mal zwei Dislikes, ich finde es einfach geil. Also da merke ich, dass ich was ganz Besonderes bin. Er gibt mir das Gefühl, dass ich wichtig bin und dass ich es verdient habe, dass ich gehatet werde. Nee, jetzt mal ganz im Ernst, also falls euch irgendwas an mir nicht passt oder an meinem Kanal oder an meiner Art zu kommentieren, könnt ihr mich herzlich am Arsch lecken. Ich werde daran sicher nichts ändern. Außer ich hab Bock drauf und ich glaube nicht, dass das jemals passieren wird. Also verpisst euch. Ja. Ansonsten an meine Abonnenten und an meine Zuschauer allgemein herzliches Dankeschön. Fände ich geil, echt gleich von Anfang an wieder so eine Unterstützung zu kriegen. Ich wollte eigentlich ein normales Kommentar machen, habe aber nichts auf Platte gehabt, weil ich jetzt so viel auf dem alten Kanal gemacht habe, dass ich kein richtig geiles Gameplay gehabt habe. Bei Road to Moab zeige ich übrigens nur die Abschnitte her, wo ich knapp dran gekommen bin, weil das ganze Spiel war im Endeffekt eine Katastrophe. Ich glaube, ich bin dann 38, 20 oder was ausgestiegen oder noch schlechter. Bin dann nur noch killed worden, weil ich reingeraged bin und. Da habe ich Glück gehabt mit Messern, weil Messern tue ich normal nicht. Ich habe nämlich die Kontrolle auf Taktik eingestellt. Da muss ich immer auf B rüber drücken. Mache ich normal nicht, also. Glück muss man haben. Und Noobs braucht man. Da habe ich vorgesprungen, da ist nichts passiert. Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an euch. Falls ihr das erste Kommentar von mir nicht gesehen habt, das ist die ganze Folge lang oben verlinkt. Und ja, das war's dann im Großen und Ganzen. Hier vorne werde ich gekillt. Von einem Barrett Noob. Barrett ist die Noob Sniper in meinen Augen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.